Wir, die FDM Academy, bieten Ihnen eine qualifizierte Ausbildung in der Schmerztherapie nach dem Faszien-Distorsionsmodell an. Unter der ärztlichen Leitung von Dr. Wilhelm Kurz erlernen Sie an drei Wochenenden diese einzigartige manuelle Schmerztherapie. Ja, so eine Impulsqualität halt haben. Also was mir persönlich wichtig ist, dass wir die Schmerztherapie nach dem Faszien-Distorsionsmodell als Fortbildung anbieten, die eben nicht nur eine reine Technikfortbildung ist, sondern die letztendlich das Faszien-Distorsionsmodell als neue Vision, als neue Idee, als Veränderung des eigenen Therapeutenlebens ermöglicht. Und ihr seht, Sie können es in gestreckter Position machen oder in gebeugter Position. Ne? Und für viele Teilnehmer diese Fortbildung nicht nur eine zusätzliche Wissensbereicherung sind, sondern letztendlich auch eine Lebensveränderung bringt. Und was die Kurse angeht, ist es so, dass Wilhelm dieses FDM lebt. Also er lebt davon, er macht das und er ist dadurch sehr authentisch. Und dadurch kommt das sehr, sehr professionell rüber. Und die Kursteilnehmer nehmen ihre eigenen Erfahrungen und ihr eigenes Benefit mit. Die werden in diesen Kursen auch behandelt. Also wir behandeln keine Externe, sondern wir behandeln Profis, die schon durch ganz viele Hände gegangen sind und selbst immer noch Störungen haben, Faszienstörungen. Und an diesen Faszienstörungen lassen wir uns messen hier in diesem Kurs. Die FDM-Schmerztherapie in der praktischen Anwendung am eigenen Körper zu spüren und selbst schmerzfrei zu werden, ist entscheidender und exklusiver Bestandteil der Kursmethode der FDM Academy. Ich habe 2,5 Jahre selber extreme Schmerzen gehabt, weil ich tatsächlich einen nachgewiesenen Defekt an der Wirbelsäule habe. Und bin nach dem letzten Kurs, also sprich nach dem zweiten Modul, wo der Rücken behandelt wird, mit 80% weniger Schmerzen rausgegangen. Du kannst es auch so machen, dadurch kleinere in der Hand. Ich habe vom Sport ein jahrealtes Problem mit meinem Ellenbogen und bin schon von Kollegen mal außerhalb der Kurse anbehandelt worden nach der Methode, habe gemerkt, das ist ja eine Sache, die funktioniert. Und das war dann auch für mich der letzte Punkt, da ich gesagt habe, ich mache das. Ich habe den Gedanken schon an die FDM seit 1-2 Jahren mit mir rumgetragen, aber das war dann letztendlich der Ausschlaggeber, da ich gemerkt habe, das ist wirklich etwas, was funktioniert. Arbeiten, ne? Einmal in dieser Art und hier noch mehr, weil hier habe ich noch mehr durch die Winkelung des Handgelenks noch mehr die Möglichkeit, hier wirklich richtig reinzuarbeiten. Das war im Prinzip das, was ich hier so gemacht habe als Test. Er ist erstmal jemand, der nicht langweilig ist. Das ist ganz wichtig. Ein Dozent muss auch erfrischend reden können. Er muss die Leute immer im Grunde mitnehmen können. Sonst ist in so einem Kurs gern mal immer der Punkt, dass man unwillkürlich so ein bisschen wegdämmert. Ich denke, das Besondere ist, dass sie beide wirklich mit Herzblut dabei sind und das auch transportieren können. Einer der wenigen Dozenten, die ich die letzten Jahre kennengelernt habe, der mitreißend, handfest das Ganze rüberbringt. Für mich muss es handfest sein, das muss spürbar sein. Ich bin begeistert von ihm und ich komme begeistert hier hoch, weil das, wie er das rüberbringt, Mann oder Frau, Ärzte, keine Ärzte, Heilpraktiker, Physiotherapeuten, Osteopathen, was auch immer sein mag, für jeden ist das Geeignete dabei. Und die Sprache, die er bringt, ist eine einfache und doch gut fundierte wissenschaftliche Sprache, die auch so rübergebracht wird, dass sie für jeden interessant ist. Ganz ohne ist keiner und eine Performanceverbesserung ist immer möglich. Gut, das wäre jetzt soweit unser Theorieteil. Unsere Kurse finden an verschiedenen exklusiven Orten in ganz Deutschland statt, unter anderem im Kloster Lichtental in Baden-Baden. Die Kulisse hier in Baden-Baden ist natürlich fantastisch in dem alten Kloster. Die Räume sind toll. Also sowas hat man ganz selten, wenn man Kurse besucht oder Weiterbildungen besucht. So eine tolle Atmosphäre, so ein tolles Gebäude. Die Bruchsteine der Eichenbalken, die sind da klasse, ne? Wenn das Tor sich öffnet und wieder schließt, dann ist man in einem sehr, sehr abgeschotteten Raum mit einer ungeheuer spürbaren Ruhe und Energie. Also ich würde mal sagen, dass diese Location hier in Baden-Baden schon was Besonderes ist. Es gibt noch andere besondere Locations, gerade was die FDM-Akademie angeht, weil es ist nicht ein riesengroßes Unternehmen mit 60, 70 oder so Teilnehmern, sondern etwas moderater. Ja. Also wir sind hier in einem FDM-Schmerztherapie-Seminar, bringen hier
Teilnehmer unterschiedlicher Gruppierungen, sprich Ärzten, Heilpraktikern, Physiotherapeuten, Osteopathen, eine neue Betrachtungsweise innerhalb der manuellen Schmerztherapie bei. Im Grunde eine sehr schnelle Behandlung, um Patienten auch im laufenden Betrieb gut schmerztechnisch behandeln zu können. Ich kam eigentlich drauf, weil ich Sportphysiotherapeut bin und mitgekriegt habe, dass viele Sportler direkt am Spielfeldrand behandelt werden und mich das völlig fasziniert hat, was sie denn da machen, dass der Sportler nicht wie sonst immer ruhig gestellt wird und mit Eis behandelt wird, sondern dass der Sportler danach aufstehen konnte. Und das fand ich völlig faszinierend und ich sagte, die Methode, die möchte ich gerne lernen. Wir kommen zur Schmerztherapie nach dem Faszien-Distationsmodell des Unterschenkels und wir werden feststellen, logischerweise, dass sich hier einiges an Techniken und Ideen natürlich vom Unterarm wiederholt. Es gibt hier Patienten, die zeigen mit den Fingern eine schmerzhafte Linie entlang des Unterschenkels, lateral oder medial der Tibia, haben hier häufig erhebliche ziehende, brennende Schmerzen. Das sind die Patienten mit dem Triggerband. Bei diesen Patienten? Also es gibt natürlich erstmal eine grobe Basiseinführung, was das Fasziendistorsionsmodell an sich ist. Es wird über die verschiedenen Fasziendistorsionen gesprochen, wie die sich auch darstellen. Und dann geht es auch sehr zügig in die Praxis. Es gibt viele Kurse, die sehr theoretisch aufgebaut sind. Aber nur die Verbindung zwischen dem theoretischen Hintergrund und der praktischen Arbeit lässt uns erfolgreich werden. Aufgrund des hohen Praxisanteils im Kurs lernen Sie die FDM-Schmerztherapie sofort an Ihren Kolleginnen und Kollegen umzusetzen. So können Sie diese Methode anschließend sicher und erfolgreich direkt an Ihren Patienten in der eigenen Praxis anwenden. Also dieser Kurs ist so aufgebaut, dass wir immer einen kurzen theoretischen Input geben mit entsprechenden Videos, wo die Techniken schon mal gezeigt werden. Dann kommt der praktische Part, wo ich mir einem Kursteilnehmer sozusagen exemplarisch diese Techniken demonstriere. Am besten natürlich mit Kursteilnehmern, die genau die Probleme haben, die eben mit diesen Techniken lösbar sind. Und dann geht es praktisch in die Arbeit der Teilnehmer untereinander. Jetzt könnt ihr hier die Rotation raussuchen und ihr könnt vor allen Dingen den Vektor raussuchen. Weil es ist ja unwahrscheinlich, dass das Handgelenk in dieser Position eingestauft werden muss. Also es wird sehr viel praktisch geübt und man kann eigentlich aus der Fortbildung rausgehen und es direkt am Patient auch anwenden. Also ich habe das selber erlebt bei mir in der Praxis, kam eine Patientin, die eigentlich schon einen OP-Termin am Knie hatte und ich habe die einmal behandelt am Knie und seitdem ist sie nachhaltig schmerzfrei. Jawohl. Gut. Jetzt warte mal, dass du noch vorher maximale Flexion im Ellenbogengelenk einstellst. Mit überschaubaren Teilnehmerzahlen und einer intensiven Betreuung sorgen wir für den optimalen Lernerfolg aller Kursteilnehmer. Unterstützt wird Dr. Wilhelm Kurz durch ein ambitioniertes Team von qualifizierten Assistenten, die mit Enthusiasmus die praktischen Übungen mit betreuen und anleiten. Ja, also man hat im Grunde permanent jemand am Tisch stehen, der einen kontrolliert und beobachtet und auch verbessert natürlich. Kleine, kurze, wie ist das, Norbert? Gut. Gut. Er hat ganz viele Praxisbetreuer dabei, die uns praktisch die Hand führen. So dass man auch immer sehr schnell eine Rückkopplung bekommt, ob das, was man jetzt gemacht hat, auch richtig ist, in der richtigen Art und Weise oder wie man es besser machen könnte. Und das ist auch auf einer sehr netten, kollegialen Basis. Wir versuchen das sehr familiär zu gestalten, mit einer sehr interessanten Betreuung, 2:1, teilweise 3:1 Betreuungen. Das ist schon sehr, sehr gut, auch für die Kursteilnehmer und für uns als Assistenten ist das auch sehr gut. Ich bin Assistent im Kurs, weil mir auch gerade diese Therapie wirklich am Herzen liegt und gleichzeitig immer wieder im Austausch auch meine eigenen Kenntnisse zu erweitern. Ich muss sagen, ohne jetzt hier irgendwie Werbung machen zu wollen, also ich habe schon viele Kurse gemacht. Das ist wirklich einer der effektivsten, die ich bisher gemacht habe. Kann man wirklich ohne Übertreibung sagen. Es ist routiniert, es ist eingearbeitet. Das Team von Wilhelm ist einfach, die arbeiten Hand in Hand. Das ist sehr harmonisch, du fühlst dich wohl. Also du kommst ja ganz fremd, also ich kam ja ganz fremd hier an und du wirst aufgenommen. Ne? Du bist halt... Dann du gehörst auf einmal dann dazu, zum Team. Es ist eine Art von Zusammenarbeit, die sehr uneigennützig stattfindet, auch innerhalb der Kursteilnehmer kaum Konkurrenz zu spüren ist, sondern jedem geht es wirklich um die Sache. Jeder kommt auch von einem anderen Bereich, hat Spezialitäten
Und man spürt, dass keiner dem anderen zeigen will, was er kann, sondern jeder will wirklich das Neue lernen. Also die Atmosphäre im Kurs ist immer außergewöhnlich. Mir persönlich ist es auch wichtig, dass Kursteilnehmer am Ende sagen können, sie haben sich wohlgefühlt in dem Kurs, weil Techniken lernen kann man in jedem Kurs. Da gibt es Anbieter ohne Ende. Nach 10 Jahren wird vielleicht auch keiner sich mehr erinnern, wo er was gelernt hat. Aber wenn Kursteilnehmer sagen können, diesem Kurs habe ich mich richtig wohlgefühlt, habe für mich selber schon gar profitiert, bin schmerzfreier geworden oder mein Praxisalltag hat sich komplett gewandelt und ist erfolgreicher geworden, dann finde ich das eine tolle Sache. Unter www.fdm-academy.de finden Sie weitere Informationen zu unserer FDM-Ausbildung oder kontaktieren Sie uns gerne persönlich über unser Seminartelefon.